So, jetzt Daumen drücken. Ah. Es ist... Das ist eine... Das ist doch keine Handsäge. Das, okay. Na, ich überlasse euch jetzt in den Kommentaren, es dazu was zu schreiben. Ich sag nichts dazu. Aber ist das geil. Rang. Ja, genau. Die Handsäge. Seltsam. Ich habe kurz daran denken müssen, dass er sich was brechen könnte. Danach wäre mir jetzt echt nicht. Ja, natürlich. Was? Ah ja, Telekinese hat er wieder dahingelegt. Okay. Dann gucken wir mal, was der Bauarbeiter bei sich hat. Ob er irgendeinen Code oder so, oder eine Codekarte oder was auch immer bei sich hat. Ich mache übrigens einen extra langen Teil heute, den werde ich dann splitten. Wenn ich hier mal vorankomme. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Er ist tot. Ja, nein, das wissen wir. Dazu habe ich nicht den Mumm. Wie, was nicht wahr? Oh. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Er ist tot. Sowas würde ich normalerweise nie tun. Hier, in der linken Tasche. Ja, begrapsch ihn. Vielleicht ein Abschiedsbrief? Und ein kleiner Papierstreifen. Ah, mit einer Nummer. Was mit der Hose? Einmal hat gereicht. Okay. Ich bin sowas nicht gewohnt. Oh, das stehe ich nicht so an. Einmal hat gereicht. Okay. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Hat der die Hand jetzt so komisch gekräuselt oder fehlt ihm der Daumen und der Zeigefinger? Na okay, das hier sieht aus, als wenn er die Finger nach unten stellt, aber der Daumen sieht komisch aus. Es sieht aus, als wenn ihm der Daumen fehlt, aber nun gut. Der kleine Zettel ist jetzt... Nur eine Nummer, sonst nichts. Ja. 763990. Ja, okay. Was hätte ihr seht? Nur eine Nummer, sonst nichts. Ja. 763990. 7639? Nur eine Nummer, sonst nichts. 763990. 990. Sie verarschen? 763990. Ich glaube, ich hatte eben eine Nummer falsch. Ja, ich hatte eben eine Nummer falsch. Eieiei. Ja? So, jetzt guck mal. Es sind nur ein paar Sätze. Vielleicht hatte er ja niemanden, der ihm nahe stand. Was ihr in Händen haltet, ist kein Abschiedsbrief, sondern eine Bitte um Vergebung. Als Vorarbeiter habe ich, ohne sie genau zu prüfen, Rechnungen für minderwertiges Material unterzeichnet und mich bestechen lassen. Ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen, aber nun ist es zu spät. Ich befürchte, jeden Moment bricht die ganze Konstruktion wie ein Kartenhaus unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Und ich will nicht den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen. Mir bleibt keine andere Wahl. Bitte verzeiht mir, wenn ihr könnt. Ich habe das Seil einem schnelleren Tod vorgezogen. Denn durch die Qualen erhoffe ich mir Läuterung und die Chance, in einer besseren Welt wiedergeboren zu werden. Lebt wohl. Ach hey, nicht, dass wir den nachher auf der Insel wieder treffen, falls wir da irgendwann nochmal hinkommen. Ja, können wir jetzt... Na super. Na. Es gibt ja auch nur 1 Million verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Mach die Tür auf, ich will jetzt hier raus. Zum Aufzug. Endlich. Oh oh. Er fährt aber ein bisschen zu schnell. Warum passiert immer genau dann was, wenn es gerade mal gut aussieht? Gibt es hier denn keine Bremsen? Es könnte jede Minute zu spät sein. Was? Was? Notbremse? Die qualmt aber. Ah, meine Hand. Oh, das Ding ist glühend heiß. Ja, dann mit dem Hammer. Hallo, kann ich mal bitte... Wo ist sie? Er steht davor, ich sehe nichts. Wenn er abbricht, bin ich erledigt. Mach jetzt! Da
Das reicht auf keinen Fall. Dann die Brechstange da rein. Den Motor schrotten. Nein, doch nicht. Er fällt zu schnell. Das wäre die allerletzte Option. Boah. Nur eine Nummer. Nein! 763990. Motor. Wo ist denn jetzt dieses verdammte Seil? Das ist doch glatter Wahnsinn. Ich hab doch nur die bloßen Hände. Warte, da liegt da noch was. Beeil dich. Hallo, ich klicke. Ey, wenn das mir passieren würde, ne, ich würde hier wie ein Flummi hin und her springen. Und hey, so ganz gemütlich hin und her und rauf und runter. Aber es scheint wohl... Es muss einfach gehen. Ja, nun ja. Nun komm schon. Es scheint hier aber nichts auf Zeit zu sein. Das reicht noch nicht. Och, immer noch nicht? Warte mal, die allerletzte Möglichkeit hat er gesagt. Wo war denn jetzt das Seil? Da war's. Oh, ich hab's schon angeklickt. Ich schaff das. Ich muss einfach. Narawam, was auch immer. Warum die Sprache jetzt hier anders ist, weiß ich auch nicht. Wie bitte hat der denn jetzt den Aufzug so ruckartig plötzlich angehalten? Was? Das ist ein Scherz jetzt. Und wie geht's jetzt weiter? Das ist ein Scherz jetzt. Und ich habe meine Leiste wieder. Oh, wie ich sie vermisst habe. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Was, das kann doch nicht sein. Oh, jetzt fängt das wieder an mit dem Crackerfressen. Und was geht jetzt hier ab? Ja, ist gut. Kann ich mich bitte bewegen? Aha. Ach, er... okay. Als, ja, klar. Ich bin der König der Welt. Wenigstens regnet es heute nicht. Laber doch deine Oma voll. So habe ich das nicht gemeint. Ich habe jetzt keinen Bock auf sinnloses Gequatsche. Elender Nörgler. Ja, aber du bist ein echter Sunnyboy, was? Lassen Sie es gut sein. Boah, ist das eine Zicke. Okay. Ah, ich kann wieder Steine sammeln. Steine, Äste und allerlei anderer Zeugs. Sammel es auch. Wenn du schon hingehst, kannst du es auch einsammeln. Muss ich jetzt mehr wieder davon sammeln? Ja, muss ich. Natürlich. Vor allen Dingen, dass ihm selber da nicht irgendwie... Weiß ich nicht... Das irgendwie spanisch vorkommt oder komisch, dass er wenigstens irgendwas dazu sagt. Wir landen wieder hier und er sagt, ja, so was jetzt? Ja, machen wir mal weiter hier, ne? Wie viele Steine braucht er? Warum dreht er sich denn jetzt um? Ah, okay. Ich kann nicht noch mehr mit mir herumschleppen. Ja, jetzt ist genug. Haben wir hier auch irgendwo einen Ast? Oder Gras? Hier war doch gerade... Stock. Na, okay. Nimm mal nicht Ast, sondern Stock. Sagen wir mal das Wichtigste in diesem Spiel. Stein, Stock und Gras. Stein, Schere, Papier. Eins, zwei, drei. Warum müssen wir uns das... Ah, okay. Drei ist schon gut. Ja, nachgucken, alles gut. Ich kann nicht noch mehr mit mir herumschleppen. Klappe. So. Müssen wir jetzt hier noch mehr mitnehmen? Nein. Was haben wir hier? Wohncontainer 4. Wir haben die 3 gehabt. Okay. Wen haben wir hier? Oh, hallo. Ach, das ist die neue. Mit offenen Augen.
Hast du gut geschlafen? Ich schlafe immer gut. Ich hatte nur gehofft, ich würde woanders aufwachen. Kann ich verstehen. Das Späßchen geht also weiter? Ich raube dir nur ungern deine Illusion. Sei nicht so fies. Was für eine Konversation. Okay, in 4 ist sie. Jetzt geht er wieder los mit Nordosten, Westen, zwischen den Containern. Dann haben wir hier 5. Das ist gut. 3, 4, 5. 5 ist leer. Dann müsste hier die 6. Jawohl. Stumpf einer Palme. In der Palme da oben wachsen bestimmt ein paar Kokosnüsse. Ich klettere da aber nicht drauf, ich würde eh nur runterfallen. Die Cracker müssen genügen. Ja, dann hier, schmeiß mal ein paar Steine dahin. Ach nee. Geht auch gar nicht. Okay. Naja, so. Schön, dass wir es mal gesehen haben. Gut, dann schauen wir uns die 6 an. Die ist auch leer. Und das meine ich, irgendwie hier ist kein richtiger Sinn. Wir klabastern jetzt hier wieder hier Container für Container ab. Oh. Und stellen fest, dass alle leer sind. Und irgendwie so ein richtiger Sinn. Naja. Es ist mysteriös, das auf jeden Fall. Aber ich hätte schon gerade gerne etwas geradlinigere Handlung, als jetzt hier wieder nur in jeden Container reinzugucken. Das ist, glaube ich, auch für den Zuschauer ein wenig langweilig. Aber gut. Was geht denn hier ab? Hallo? Hallo, mein Name ist Adam Reichel. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Hans. Und sag mal, woher kommst du? Böhmen. Dann sind wir ja fast Nachbarn. Weißt du, ich bin Österreicher. Überrascht es dich nicht, was du hier überhaupt machst? Ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr. Und was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich war auf einer Tour durch die Alpen und habe in eine Schlucht hinuntergesehen. Aha. Adam, kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Da drüben, das ist Dorothy. Rede mit ihr. Ich habe im Moment leider keine Zeit. Ich wollte dich auch nicht aufhalten. Ich werde sie später mal fragen. Muss mich erst ein wenig erholen, damit ich nicht ganz wie ein Idiot dastehe. Hans-Dieter der Dritte. Das... Ah, okay. Nee, ist okay. Macht er jetzt hier weiter mit seinem Ententanz? Er ist belebt dann wohl die 9, kann das sein? Ja, ich denke, das kommt hin. Wir haben keine Zeit, dass ich nicht lache. Oh Gott. Haben Sie gut geschlafen? Du hast doch genauso gut wie ich einen Albtraum gehabt, also stell nicht so dämliche Fragen. Sie haben ja recht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als sei es Nachmittag, obwohl ich die Sonne nicht sehen kann. Wir wachen immer am Nachmittag auf und schlafen wieder ein, bevor es dunkel wird. Sie jagen mir ganz schön Angst ein. Naja, so war es doch gestern auch. Aber da hatte ich dieses Gefühl nicht. Ich dachte, es sei morgen. Das lag definitiv am Wetter, mein Kleiner. Was bewachen Sie denn hier? Den Eingang. Damit hier niemand rein kann. Soll das heißen, es geht Danica so schlecht? Nein, aber sie muss eben auch mal auf die Toilette. Und ab und zu mal duschen. Verstehe. Wir haben ja nicht gerade sehr viel Privatsphäre. Und wir beide helfen uns auf diese Art und Weise eben gegenseitig aus. Oh, die hat mir zugezwinkert. Ich hab's gesehen. Okay. Also darf ich da nicht rein. Na gut. Ich hätte mal zu gern gesehen, wie das da unter der Dusche aussieht. So, zurück zum Eigentlichen. Ein Stein, na super. Hier, nee, da nicht. Südwestliche Klippe. Sind wir bei der 8. Hinten bei der Spalte. Ich weiß, ich habe noch andere. Oder will ich mir erst die anderen Container angucken? Ja, ich will mir erst die anderen Container angucken. Weil hier das Areal, das ist dann wieder zu groß. Hinten an der Klippe, der Glockenturm, dann dahinter, da oben, da hinten, vorne und Westen, Süden, Osten. Erstmal Container gucken. Meer. In der Bucht gibt es bestimmt jede Menge Fische. Mhm.
Na, dann schwing die Angel, ne? Zum Felsblock. Jetzt sind wir hier und jetzt können wir... Was? 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 Was war das? Offenes Meer. Zum offenen Meer. Das Meer verschwindet am Horizont. Dafür musste er jetzt dahin laufen. Ah, der war gut. Tja, und wo ist die Eins? Unterhalb des Hügels. Da haben wir die Eins. Das da oben muss dann die 9 und die 8 sein. Nee, die... Ach nee, es ging ja noch weiter, glaube ich, ne? 10, 11, glaube ich sogar. Zum Felsblock nicht. Südwestlichen Klippe. Aber von da kam ich doch. Hier unten ging es doch weiter, wo dann der Typ da am Meer saß. Jetzt bin ich hier oben wieder. Ne, das gefällt mir jetzt immer gar nicht. Na, jetzt bin ich nämlich hier. Na, okay. Dann schauen wir uns jetzt da hinten noch um und dann soll es das mit der XXL-Folge hier gewesen sein. Versteck? Von wem denn das Versteck? Da ist nichts. Was? Warum? Da ist nichts. Es wird mir als Hotspot angezeigt und dann ist da nichts. Zum oberen Plateau. Auf, zack, zack. Dass hier auch jetzt bei jedem Mal, wo wir hier sind, die Screens geändert werden. Warum können die Screens nicht gleich bleiben? Jedes Mal muss man dann das Bild wieder neu absuchen. Beziehungsweise sich zurechtfinden, was viel schlimmer ist. Klippen, ach, da geht er wieder nur hin, um da wieder einen Kommentar abzulassen. Ist wohl besser, durch die Spalte hinunter zu klettern, als an der Klippe. Ja. Stock haben wir. Was? Ich habe ja gerade rechts... hier geklickt, habt ihr dann mal oben euch die Anzeige angeschaut? Ob das so jetzt, naja, okay. Nehme ich einfach mal so einen nördlichen... seht ihr, was ich meine? Ich finde mich hier überhaupt null jetzt zurecht. Wo bin ich jetzt hier? Ja, Klippe, Sand. Soll ich Sand jetzt auch noch mitnehmen? Im Sand ist nichts. Nur ein paar Steine. Okay, und Stein habe ich, glaube ich, mehr als genug. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ne, durch, hoch und... Oder was? Ne, doch nicht. Das ist eine Sackgasse, oh wie geil. Also das Spiel und ich, wir werden nicht so wirklich warm. Weil das Spiel macht es einem echt nicht einfach, es gerne zu haben. Also das muss man mal ganz klar sagen. Vor dem Glockenturm. Aha, das... Ich sag ja, jedes Mal ein neuer Screen. Wieso ist die Tür denn jetzt wieder da? Ich habe keine Kraft mehr. Oh, jetzt. Ach nee, warte mal, die Cracker gaben mehr. Oder reicht das schon? Jetzt hat er ja wieder ein bisschen. Ja, es reicht. Vorsicht, Stufe. Verdammt. Jemand hat gerade abgeschlossen. Gerade in dem Moment. Und für zweimal drücken hat er keine Kraft mehr gehabt. Also, das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Freunde,
Und da ich gerade von Wahnsinn umzingelt bin und der Tatsache geschuldet, dass wir es mittlerweile gleich schon 10 vor 1 haben. Was war das? Stock oder Stein? Stock um Stein? Ist weg. Mache ich hier Schluss? Oh, das schon wieder. Und dann sehen wir uns... Ach nee, das war ein Stock. Okay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Reprobates. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier wieder auf unserer Insel so alles finden werden. Macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.